Handy ins Berg, Arme nach oben. Oberhausen vor 10.736 Zuschauern, damit war das Stadion 20 ausverkauft, aber zumindest alle Heimbereiche. Ich begrüße den Gästetrainer Mike Terranova und unseren Coach und wünsche dir immer den Gast und sein erstes Statement. Ja, hallo zusammen und Glückwunsch zum Sieg. Ich denke, dass wir ein ordentliches Regionalligaspiel gesehen haben, wie wir uns so verhalten haben, wie wir uns von Anfang an halt vorgenommen hatten. Wir wollten kompakt stehen, wir wollten ein Umschaltspiel reingehen. Ich glaube, die erste Phase hat auch uns gehört. Wir hatten zwei, drei Abschlusssituationen, wo wir hätten mehr rausmachen können. Ich glaube, so länger es 0-0 gewesen wäre, hätten wir halt mehr von diesen Momenten gekriegt. Wir wussten, dass Münster viel mit Flanken arbeitet, immer viel in der Box, aus jeder Lage, dass die Angriffe stark sind. Und so kriegen wir natürlich das erste Tor, was mich natürlich ärgert, ist, dass wir den Ball selber dahin verlängern und dass wir halt nicht am Mann stehen, denn gerade auch Angriffe verteidigen wir so wie Ecken. Das war dann ärgerlich und dann direkt danach natürlich der Elfmeter, ne, wo man sagt, vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber natürlich der Stürmer clever gemacht, aber der Ball geht jetzt aus und wenn nicht das leichte Berührung, ich sag, muss man unbedingt nicht pfeifen, dann war es natürlich richtig schwer. Dann kommt noch dazu, dass wir uns dann, dass ein wichtiger Spieler bei uns dann sich noch verletzt, dann halt in einer Situation, die so ein bisschen heikel war. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, bin ich einfach stolz auf die Truppe, weil zweite Halbzeit zu null, wir haben alles rausgehauen, wir hatten immer noch Momente. Also ich sag mal, gegen einen Spitzenreiter, der souverän an der Tabelle ist, ist es nicht selbstverständlich, dass man in zweiter Halbzeit halt kein Tor mehr kriegt. Wir haben alles rausgehauen und ich denke, mehr gibt es zum Spiel nicht zu sagen. Alles Gute für euch, für die nächsten Spiele und ich denke, der Aufstieg wird euch sowieso keiner mehr nehmen. Deswegen da auch nochmal Glückwunsch für die souveräne Saison, weil wer so viele Punkte sammelt und so viele Spieler gewinnt, steigt natürlich am Ende verdient auf. Danke. Ja, herzlichen Dank. Sascha, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, Mike, zunächst mal vielen Dank für die Glückwünsche zum Sieg. Das andere braucht noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen Arbeit. Wir haben das Spiel gesehen. Ich glaube, wir waren gerade am Anfang. Von der Aufstellung, das Kompaktheit von Oberhausen, Fünferkette und dann auf Umschaltspiel warten, waren wir ein bisschen überrascht. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir das Positionsspiel drin hatten, haben da viele einfache Fehler auch gemacht. Wir waren immer dann gefährlich, wenn wir es geschafft haben, hinter diese letzte Reihe zu kommen, sprich über die Außen mit Scheibu oder auch mit Marc Lorenz, da die Bälle hin dran zu chippen und dann unsere Flanken reinzubringen. Da wurden wir gefährlich, hatten dann auch das Glück, als der Freistoß von Anton Heinz an die Latte geht. So ein Ball kann auch mal reingehen. Und wir machen dann, glaube ich, relativ zeitnah das 1-0. Und was dann halt gut ist, dass wir direkt das zweite Tor nachgelegt haben. Das hat uns verdammt gut getan, hat uns auch Sicherheit gegeben, um das Spiel dann auch weiter erfolgreich zu gestalten. Die zweite Hälfte waren wir teilweise, wir wollten Fußball spielen, wir wollten weiter nach vorne spielen, wir wollten das dritte Tor machen. Hatten teilweise ein bisschen zu leichtfertig die Bälle vergeben und die Passgenauigkeit hat auch nicht gestimmt. Trotzdem muss ich sagen, es war jetzt das zweite Spiel in dieser Woche, Oberhausen hat glaube ich das dritte Spiel. Ich bin auch unfassbar zufrieden jetzt, wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt, haben 2-0 gewonnen und haben uns auch für einen guten Auftritt auch belohnt. Und das muss man honorieren, unsere Zuschauer waren fantastisch, haben uns super unterstützt. Und ja, da macht es auch Spaß, ne? Wenn man dann solche Spiele gewinnt, ist das schon eine schöne Sache. Danke. Ja,